Verdammt, der Ballack spielt gar nicht mit. Und ich habe schon auf Vize-Weltmeister getippt. Was für ein mieses Foul. Also selbst habe ich es gar nicht gesehen. Aber was man so hört, hat es wohl so richtig Boateng gemacht, als die Bänder gerissen sind. Was? So heißt der Spieler? Ach, dann ist das auch der, der für den 23. Juni den Guinness-Buchrekord angemeldet hat. Bei Deutschland-Ghana für das größte Pfeifkonzert aller Zeiten. Okay, er selber sieht das Ganze natürlich etwas anders. Ja, seiner Meinung nach war das bestimmt gar kein Foulspiel. Das war das gestreckte Bein Gottes. Wie auch immer. Aber dann muss bei der WM jetzt wohl ein anderer für den Ballack einspringen. In den Boateng. Also nur zur Abwehr. Das soll ja nicht im YouTube-Channel von Gux222 laufen, der hier die, wie er meint, besten Kampfkunstszenen der Filmgeschichte sammelt. Bei denen übrigens auch Freunde ungewollter Komik oft nicht zu kurz kommen. Nein, nein, aber bitte keine Rache, Leute. Auch wenn die Nationalelf da unten in Sizilien eigentlich die richtigen Ansprechpartner dafür hätte. Aber wir sollten uns lieber um die wirklich wichtigen Probleme kümmern. Zum Beispiel um die George Orwellsche organisierte großflächige Landschaftserfassung, kurz Google. Die Streetview-Autos haben ja offenbar Fragmente von E-Mails gesammelt. Was Google jetzt natürlich sehr peinlich ist. Nur Fragmente, dass ihnen sowas passieren konnte. Vor dem nächsten Google-Hausbesuch sollte man sich vielleicht mal TrueCrypt anschauen. Ein kostenloses Programm für alle großen Betriebssysteme, mit dem man einzelne Ordner oder auch ganze Festplatten und USB-Sticks verschlüsseln kann. Ja, und wer übrigens selber mal etwas die WLAN-Nachbarschaft scannen will, der kann das unkompliziert mit Wi-Fi-Stumbler tun. Da wird einem dann zum Beispiel gezeigt, wie viele Funkstationen sich auf demselben Kanal tummeln wie die eigene und ob man wirklich eine eigene Flatrate braucht. Ganz und gar freiwillig fotografiert wurde mal wieder unser Zuschauer des Tages. Und wie nett er mich anguckt, der Tommy. Der nach eigener Aussage im fernen Osten lebt. Im fernen Südamerika war dagegen Mike unterwegs, der ja vor ein paar Wochen im Rahmen zu Gast war. Und er hat sein Versprechen eingelöst und Ehrensenf in Internetcafés in Peru und Bolivien fotografiert. Och, süß und sogar ein kleiner Bär für Linktipps. Wenn euch die Urlaubsfotos übrigens gerne verwackeln, dann testet mal Unshake. Diese kostenlose Software versucht, verwackelte Aufnahmen mit einem komplizierten Algorithmus zu optimieren. Und das Ergebnis ist oft besser als bei den Schärfefiltern üblicher Fotoprogramme. Schon während der Aufnahme kann man seine Bilder sogar mit Fotopaddles verbessern. Ein unverzichtbares Scherzkeks-Accessoire, das dem Hobbyfotografen die Nachbearbeitung erspart und dem Fotografierten die Mühe, nicht dämlich auszusehen, weil er es eh nicht verhindern kann. Mit dämlich aussehen hatten William Shatner und Leonard Nimoy ja nie Probleme. Die beiden Star Trek-Veteranen. Das sieht man auch in dieser amüsanten Sammlung von Setbildern von den damaligen Dreharbeiten. Ja, den Schauspielern war offenbar nichts peinlich und das ganze Team hatte jede Menge Spaß am Set. Jedenfalls die meisten. Und einen interessanten Blick hinter die Kulissen gewährt auch diese Infografik mit 15 Fakten, die man noch nicht über Star Trek wusste. Zum Beispiel, dass Spock beim Vulkaniergruß Klebstoff zwischen den Fingern hatte. Ja, einfach mal ausprobieren. Aber bitte nicht die Experimente bei verrückteexperimente.de. Auf dieser Seite werden die absurdesten wissenschaftlichen Studien, teils dokumentarisch, teils humoristisch vorgestellt. Mit Texten, Videos, Tests und kleinen Animationen. Etwa eine forensische Studie über das Erhängen, inklusive mehrfachen Selbstversuchen. Probieren ging schon immer über Studieren. Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Hier, ich finde, wir sollten Ghana die Hand reichen. Und vor der WM noch schnell ein Freundschaftsspiel organisieren.